So, wir beginnen mit den Konzepten von der Selbstverteidigung. Ja? Also körperlich bin ich Susanne total überlegen, gehe ich jetzt mal davon aus. So, das heißt also, wenn sie sich versuchen würde, mit Kraft gegen Kraft zu verteidigen, hätte sie wahrscheinlich schlechte Chancen. Eine natürliche Reaktion von ihr wäre, wenn ich sie anfasse, dass sie diese Berührung von einem Fremden nicht haben möchte. Ja? Also wird sie versuchen, die wegzuschlagen. Schau mal weg, einfach mit der anderen Hand oder so. So, mir geht's prima, was mache ich? Ich komme wieder. Ja? Oder fasse sie woanders an. Also war nicht sehr erfolgreich. Also brauchen wir ein anderes Konzept. Mein Konzept ist folgendes: egal wo ich anfasse, ob es die Hand ist, ob es der Hals ist, ob es der Busen ist, egal. Die Frau lässt es zu. Man nennt es umprogrammieren. So, zweite Idee ist: was hat die Frau in Extremitäten frei? Eine Hand, zwei Füße und sie hat auch noch den Kopf frei. Sie kann einen Kopfschuss machen. So. Wie geht sie vor? Sie schlägt nur auf Punkte, die immer wehtun. Zum Beispiel einen Fingerstich in die Augen. Deut mal an. So? Nee, mach fünf Finger. Genau. Warum fünf? Wenn ich mich bewege, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie mit irgendeinem Finger in meinem Auge hängen bleibt. Ja? Weil seit Louis de Funès, die Jüngeren kennt den leider nicht mehr, ja, mit diesem Angriff gab es ja diese Verteidigung hier. Nee, Quatsch. Also fünf Finger ist besser wie zwei. Einfach, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir die Augen treffen. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, oh, das steht aber nicht im Verhältnis mit der Hand. Das ist richtig. Die notwehrrechtliche Betrachtung lasse ich hier mal weg, weil dieser Angriff, der kann auch nachts um zwei bei ihr in der Wohnung stattfinden. Ich bin ein Einbrecher und habe jetzt gerade artikuliert, dass ich sie vergewaltigen werde. Ja, das ist eine andere Situation, wie wenn wir jetzt hier in Mannheim auf der Fußgängerzone stehen und ich sage, gib mir dein Handy. Ja, ist zwar der gleiche Angriff, aber eine andere Situation. Deswegen kann ich unterschiedlich hart reagieren. So, wir gehen jetzt einfach mal darum, was für Sie, für Ihre körperliche Unversehrtheit, das Effektivste ist. Und das ist einfach zum Beispiel in die Augen zu gehen. 4 Kilo Druck, bomb, und das Auge ist kaputt. Nächste Möglichkeit wäre, einfach aufs Ohr drauf zu schlagen, hier drüber. Na, zack. Dabei macht sie die Hand so ein bisschen, winkelt sie an, weil dann die Luft ins Ohr gepresst wird und dadurch das Trommelfell platzen kann. Im Ohr haben wir das Gleichgewichtsorgan, es kann sein, dass jemand bewusstlos wird. Nächster Punkt wäre die Nase. Die Nase kann sie entweder drauf boxen, noch eine Faust. Ja. Wie macht man überhaupt eine Faust? Hand einrollen, Daumen auf den Mittelteil drauf. Sie kann es, weil sie Kickboxen gemacht hat. Viele Frauen, die halt das erste Mal einen Kurs kommen, machen sowas. Da breche ich mir den Daumen oder sowas. Machen wir nicht. So, also auf die Nase drauf. Der Kampfsportler schlägt, ich lasse dich mal kurz los, Susanne, mit diesen zwei Knöcheln, ja, im Karat oder Taekwondo. Im Wing Chun zum Beispiel oder Jeet Kune Do schlägt man mit diesem Ringfinger. Also man versucht, die Kraft des Armes auf eine möglichst kleine Fläche zu übertragen. Für den Laien ist es totaler Quatsch. Ja? Ich treffe hier mit diesem Rechteck die Nase und es ist nicht wichtig, ob ich jetzt den Knöchel habe oder den. Das ist nur was für Kampfsportler. So, das heißt also, sie kann auf die Nase boxen. Boom. Das kann sie mit einer horizontalen Faust machen oder mit einer vertikalen Faust. Sie kann aber auch die Hand aufmachen und mit dem Handballen stoßen. Das hat den Vorteil, dass die Hand nicht so schnell verletzt wird, ja, und sie geht hier aufs Mittelteil drauf. Wenn für sie absolute Lebensgefahr besteht, ja, Vergewaltigung oder ich sage, springen sie um, gibt es den Schlag zum Kehlkopf, machen wir eine Faust hier zum Beispiel rein. Man muss wissen, wenn der Kehlkopf praktisch eingeschlagen wurde, muss man damit davon ausgehen, dass derjenige stirbt. Jetzt habe ich hier den Solarplexus, ich habe hier die Leber, ich habe hier die Milz. Ja, sie macht jetzt Kampfsport, aber selbst wenn sie jetzt durchziehen würde, es tut mir nicht weh. Ja, ich nehme den Schlag, deswegen lassen wir das weg. Wir sagen, alles, was so viele Eichtechniken sind, machen wir nicht. Jetzt kann Susanne natürlich das Knie noch hoch zum Genitalbereich bei mir. Ja? Verlust der Zeugungsfähigkeit. Wenn sie richtig trifft, werde ich innerhalb von Sekunden auf die Knie gehen, dann ist vorbei. Das ist nur bei den Krimiserien, ne, wo man sieht, dass der Mann da vorne noch hinterher rennt. Wenn hier ein richtiger Tritt drin sitzt, läuft der Mann nicht mehr. Sie kann mir an Schienbein treten oder sie kann mir auf den Fuß treten. Bonk. Und dann ist meine Hand weg. Warum? Von klein auf, wenn wir Schmerzen haben, machen wir was? Wir legen die Hand drauf. Ja, wenn ihr was wehtut, Zahnschmerzen, Bauchschmerzen, ja, die Hand ist drauf. Die ist nicht mehr da. Der Vollständigkeit halber zeige ich jetzt, was wir machen. Unten sind 4 Finger, oben ist 1 Finger. Wenn Susanne nach unten zieht, ziehen wir nach unten, dann zieht sie gegen 4 Finger. Also geht sie nach oben gegen 1 Finger und ist raus. Und wenn sie das mit einem Arm gegen 1 Finger nicht packt, nimmt sie die zweite Hand dazu, nimmt so deine eigene Hand und geht raus. So. Ja, und danach abhauen. Ja, nicht nochmal weitermachen. Also die Vorgehensweise ist folgendes: ich greife sie, sie macht eine der Techniken, nicht alle, eine der Schlagtechniken. Schlägst du auf die Nase, bumm, nimmst deine Hand raus und weg. Ja, das ist die Vorgehensweise. Also je nach Situation, je nach eigener Einstellung. Ja, die eine Frau sagt, dem steche ich in die Augen, notwehrrechtliche Betrachtung mal auf die Seite geschoben. Ja, die andere sagt, nee, das kann ich nicht, ich trete ihm an Schienbein. Ja, die sucht sich eine Technik raus.
schaut, dass die Hand wegkommt und dann weg. Ja, raus aus dem Raum, raus von dem Platz, wo wir uns gerade beschäftigt haben. Ja, also das ist ein Konzept gegen Angriffe mit Kontakt, wenn Frauen angefasst werden. Und wenn ich jetzt bei Susanne zum Beispiel an den Hals gehen würde, hier, dann zieht sie erstmal die Schulterblätter hoch, hier, um das Wirken zu erschweren. Und jetzt ist genau das Gleiche. Was hat sie frei? Zwei Hände. Ja, was hat sie frei? Die Beine. Sie kann mir in die Augen stechen, mach mal. Sie kann auf die Nase schlagen, sie kann auf den Kehlkopf schlagen, sie kann in den Genitalbereich kicken, sie kann zum Schienbein treten, sie kann auf den Fuß treten. Und jetzt schlägt sie beide Hände von mir weg, von unten nach oben, und haut ab. Es ist immer wieder das Gleiche. Und wenn Sie jetzt denken, ich habe das verstanden, ja, und Sie gehen jetzt vor die Haustür und werden angefallen, dann sagen Sie, ich kann es gar nicht umsetzen. Das liegt daran, dass Gehirn das weiß, aber nicht Ihre Muskulatur. Sie müssen das hier x-mal wiederholen, also hunderte von Male, immer wieder, Augen, Nase, Kehlkopf, Genitalbereich, Schienbein, Fußbein, immer wieder, immer wieder, immer wieder, damit die Muskulatur das weiß, damit Sie es abrufen können im Stressfall. Können Ihnen jetzt so stundenlang darüber erzählen, aber das wird leider den Rahmen sprengen.